Servus, mein Name ist Peter Lustig. Willkommen bei Löwenzahn. Ihr kennt alle noch die Kinderserie Peter Lustig mit Löwenzahn. Und in diesem Video tauchte Löwenzahn auch überall auf in der Stadt. Und tatsächlich ist er auch ein ziemlicher Überlebenskünstler. Wir treffen ihn im urbanen Bereich an, zwischen irgendwelchen Betonplatten. Und wir finden ihn auch auf Wiesen. Und hier kann er sich richtig zum Problem entwickeln. Wir haben in Deutschland mehrere hundert Unterarten. Und die werden in dem Sammelbegriff Officinale zusammengefasst. Die Pflanze verfügt über eine Pfahlwurzel, mit der sie sich in den Boden ziehen kann und auch Nährstoffe sehr tief aus dem Boden gewinnen kann. Und das Blätterwerk ist eine flachliegende Rosette. Löwenzahn an sich ist eine sehr nützliche Pflanze. Man kann zum Beispiel die jungen Blätter als Salat anmachen, wenn man sie vorher auch ein bisschen im Wasser einlegt, um die Bitterstoffe zu entfernen. Auch sehr fein ist zum Beispiel Löwenzahnlikör oder Löwenzahnsirup, den man aus den Blüten macht. Oder auch extrem empfehlenswert, einfach geschlossene Löwenzahnknospen vor der Blüte sammeln, in Essig einlegen und als Kapern essen. Oder der Grund, warum Löwenzahn so häufig ist, ist, dass er eine sehr hohe Stickstofftoleranz hat und auch diesen Stickstoff mobilisieren kann im Erdreich, um selber zu wachsen. Stickstoff ist an sich schon toxisch für viele Pflanzen, allerdings gehen die meisten Arten einfach zurück, weil sie von konkurrenzstarken Gräsern oder Klee oder Löwenzahn verdrängt werden. Der Stickstoffeintrag allein über die Luft beträgt mittlerweile 20 bis 80 Kilogramm pro Hektar und Jahr. Plus dem, was der Bauer an Gülle ausbringt. Diese Güllewirtschaft ist eine Folge der Industrialisierung und maßgeblich seit den 60ern Stand der Technik. Vor den 60ern hatte man den Mist ausgebracht ohne den Urin der Tiere. Mittlerweile bringt man Gülle aus, bei dem der Urin der Tiere mit dabei ist, und dieser Urin enthält sehr viel Stickstoff. Dieser Stickstoff gelangt in den Boden, zerstört dort erstmal die Pilze und die Bakterien, die dort natürlich vorkommen, und reduziert dort schon mal die Diversität. Die sind allerdings dafür zuständig, die ganzen anderen Pflanzen mit Nährstoffen zu versorgen, weswegen es auch zu einem Einbruch der Pflanzendiversität kommt. Es gibt dann nur noch ein paar Arten, die unter diesen Umständen wachsen können und vital sind, und dazu zählt vor allem der Löwenzahn. Ihr alle kennt diese Wiesen, die im Frühjahr erst grün sind und dann über und über gelb werden, nur voller Löwenzahn. Das ist auf der einen Seite schön, für die meisten Arten bedeutet das allerdings den Tod. Solche Wiesen wachsen sehr, sehr dicht, sehr hoch, sehr dicht, und die warmen Luftschichten können im Sommer nicht bis auf den Boden runterreichen, weswegen es dort auch im Hochsommer Temperaturen um die 10 Grad Celsius und weniger hat. Viel zu wenig für die meisten Insekten. Auf der anderen Seite ist Löwenzahn so konkurrenzstark, dass er als flächendeckende Pflanze alle anderen Wildkräuter verdrängt, bis auf zum Beispiel andere Gräser, die auch sehr konkurrenzstark sind, und somit die Diversität einer Wiese absolut senkt. Damit gehen auch die Insekten verloren, und die trophischen Ebenen, die darauf folgen, wie zum Beispiel Nagetiere oder Vögel, fallen auch aus. Wir werden uns jetzt hier noch ein bisschen bedienen an Löwenzahn, was mit nach Hause nehmen, müssen Salat draus machen oder so. Mal schauen. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis ganz bald.